Shay, Colonel Monroe hat uns alles berichtet. Ihr, Sir, seid töricht. Aber danke. Master Cormac, es tut mir leid, euch zu belästigen, so kurz nach eurer Genesung. Nein, ich habe genug vom Eingesperrtsein. Dann könntet ihr einem Freund aus einer Notlage helfen? Er hat ein Verbrechernest entdeckt, das seltsame Waffen herstellt. Seht ihr? Kugeln so laut und hell wie Feuerwerk. Könnten wir bitte einen Moment allein sein? Sein Name ist Christopher Gist. Er steckt bis zum Hals in der Patsche. Ich fürchte, die Mistkerle hängen ihn wie ein Hund. Es sind schon zu viele Unschuldige gestorben. Gut. Die Schurken sitzen im alten Fort Arsenal. Ich muss dringend nach Albany. Bitte sagt Gist, er soll dorthin kommen. Habt ihr gehört, meine Gute? Im alten Fort wird ein Mann gehängt. Oh, das wird uns auf keinen Fall entgehen. Respekt, Shay. Ihr habt sie aus ihrem eigenen Bau verjagt. Ich suchte noch nach einer neuen Unterkunft. Wartet aber besser noch mit dem Türschild. Vielleicht sind ja noch ein paar auf ihrem Schiff. Seht, ihr Vogel nistet gleich dort drüben. Die Morrigan. Was sucht die hier? Das ist mein Schifffreund. Bitte um Entschuldigung, aber ich muss sie mir von diesen Sträuchen zurückholen. Wartet! Das könnt ihr doch unmöglich alleine tun. Helft mir, wenn ihr könnt. Spitzt Augen und Ohren, Shay. Hier sind überall Banditen und die meisten sehen aus wie unbescholtene Bürger. Sie haben auch schon die Leute heimgesucht, die mich gesund pflegten. Sicher brave Leute. Durchaus. Vielleicht kennt ihr sie. Barry und Cassidy Finnegan. Hab sie nie gesehen, aber kannte ihren Sohn. Vorsicht jetzt! Die Halunken können überall sein. Mit Geräuschen könnt ihr sie rauslocken. Oh, ich habe Besseres als das. Nun, ihr scheint mir mehr als in der Lage zu sein. Ich sag euch, es fehlt uns an Leuten. Ich suche eine neue Mannschaft für euer Schiff, falls ihr über Sturz abreisen wollt. Yeah.
now, you see me? Now, you die! Ein feines Schiff. Und wie versprochen habe ich eine Crew gefunden. Eine Position habe ich unbesetzt gelassen. Sagt Jay, habt ihr einen ersten Mat? Er ist lange fort. Dann habt ihr einen neuen Mat, Captain. Willkommen an Bord. Als euer erster Mat dürfte ich das nächste Ziel vorschlagen. Der Colonel erwartet, dass ich Bericht erstatte. Brillante Idee. Colonel Monroe sagt, er sei in Albany. Richtig! Das Ruder! Der Colonel wartet in Albany. Was er wohl als nächstes für uns vorgesehen hat? Und? Ich dachte, ihr wolltet euch nur mit Monroe treffen, nicht mich in die Armee holen. Weit gefehlt, Shay. Aber ich bewundere des Colonels Ideale und möchte sie umsetzen. Welche Art von Idealen? Sicherheit der Grenzen, blühende Höfe, fairer Handel. Wir brauchen diese elenden Kolonien. Hört sich nach einem neuen Utopia an. Ist es auch. Wollt ihr es mit errichten? Colonel Monroe ist ein faszinierender Mann. Sicher höchst ehrenwert. Gehen wir nach Albany. Dann sehen wir weiter. Kniff voraus! Richtig! Volle Segel setzen, Männer!